Hallo, auf der EMEA Wood 2017 auf dem Stand von Sennebogen. Wir stehen hier vor dem Sennebogen 718, unserem Forst-Teleskopkran mit Mobilunterwagen und 13 Meter Reichweite. 13 Meter Reichweite ist auch das Schlagwort. Unser Highlight ist der Teleskopausleger mit einem 2 Meter Teleskopausschub und entsprechender Reichweite, um auch weit entlegene Stellen in der Böschungspflege und Baumfällung erreichen zu können. Weiterhin ist die Maschine ausgestattet mit einem stabilen Mobilunterwagen mit Single-Luftbereifung und Abstützpratzen sowie einem Abstützschild am Unterwagen. Für den Fahrer bietet die hochfahrbare MaxCap-Kabine idealen Ausblick auf seinen Arbeitsbereich. Die Kabine ist einfach zu erreichen und bringt den Fahrer auf eine Augenhöhe von 4,70 Meter. Die Kabine selbst ist um 2,70 Meter stufenlos erhöhbar und zusätzlich um 30 Grad nach oben neigbar. Damit hat der Fahrer einen idealen Blick auf seinen Arbeitsbereich. Um die Maschine in der Baumpflege, in der Böschungspflege und der Problembaumfällung ganzjährig einsetzen zu können, haben wir eine Zusatzhydraulik verbaut. Damit ist es möglich, die unterschiedlichsten Anbaugeräte über das ganze Jahr hinweg zu betreiben. Hier ist montiert eine Greifersäge. Weitere Möglichkeiten wären zum Beispiel ein Mulcher, ein Mähwerk oder eine Wurzelfräse. Die Maschine selbst kommt, wie gesagt, in der Böschungspflege, aber auch in der Straßenpflege und Baumfällung zum Einsatz. Mit 2,63 Meter Breite sind wir sehr kompakt aufgebaut. Die Maschine kann im Verkehrsbereich sicher und einfach eingesetzt werden und ist auf einem Tieflader mit Mulde einfach zu transportieren. Für die Straßenzulassung sind 20 km/h möglich. Damit kann die Maschine einfach von Einsatzstelle zu Einsatzstelle direkt auf der Straße verfahren werden. Der Sennebogen 718 hat ein Einsatzgewicht von 21,5 Tonnen und ist ausgestattet mit einem 119 kW Dieselmotor. Die Reichweite mit dem Forst-Teleskop-Ausleger beträgt 13 Meter.